Ja, hier ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Immer so seitenverkehrt ist man immer auf dem Video, ne? Genau, heute geht es um das schöne Thema, was, wenn mein Partner, Ex-Partner, toxischer Ex-Partner mein Seelenpartner war und ja, und jetzt sind wir getrennt und heute ist der letzte Tag, sagen wir heute 12., wo man noch einsteigen kann, die Selbstliebe-Challenge. Ab morgen mache ich es dann wieder dicht. All-Time-Klassiker. Aber gut, habe ich schon genug zu erzählt. Also spirituelles Video heute, Achtung. Für die, die das nicht so interessiert, diese Sichtweise. Aber ich weiß, dass sich da viele damit beschäftigen. Und denken, ja, das hat sich so vertraut angefühlt in dieser toxischen Beziehung und was, wenn wir Seelenpartner sind und ich würde dann sagen, ja, klar, was dein Seelenpartner. Also, ich meine, wie gesagt, letztlich weiß es keiner, warum fühlt man sich vertraut mit bestimmten Menschen, mit anderen nicht, auch Menschen, die einem nicht gut tun. Ich denke, eine psychologische Erklärung ist halt, die, denke ich, auch weit führt und auch oft trifft, dass man das eben vertraut ist, weil man es aus der Kindheit kennt, irgendwie so, ne? Da schon vielleicht narzisstische Eltern hatte, whatever, krass unbewusst co-abhängige Eltern, kann ja auch nicht so, ist auch sehr problematisch. Die es auch nicht besser wussten, aber das ist ein anderes Video. Aber wenn du jetzt sagst, hey, aber vielleicht ist es ja nicht nur das, vielleicht, meine Güte, haben wir schon viele Leben verbracht miteinander und jetzt wollten wir uns auch wieder treffen hier und da würde ich sagen, ja, kann gut sein. Man sagt ja auch, also ich glaube schon, dass wir auch so in Gruppen hier immer wieder anlanden und dass wir so, wir haben halt so unsere Seelenkumpels da, denke ich. Und kann sein. Nur, wofür? Das ist ja immer so, dass man immer so denkt, wenn man sich hier verabredet, dann trifft man sich nur für, Kaffeekränzchen. Und nein, ich denke, also gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, wo ja scheinbar sich viel aufgeräumt wird und ich weiß nicht was, denke ich, dass wir auch viele Sachen nochmal glatt ziehen wollen, ne? Dass man nochmal viel Sachen, die sich vielleicht angesammelt haben, wenn man jetzt an Vorleben glaubt, ne, in Vorleben, dass man die nochmal abarbeitet, altes Karma abbaut, und dann ist man ja schon mal diesen Begriff karmische Beziehung, das eigentlich ein Synonym ist für toxische Beziehungen, weil dieses Abbauen halt eben sehr krass zurechtgeht, weil wir vielleicht in früheren Leben dieses, weiß ich nicht, so richtig voll in 3D waren, richtig krasse Hauen und Stechen und vielleicht Gewaltbeziehungen geführt haben, aber ich weiß es nicht so. Beziehungsweise im Krieg waren oder Soldaten oder keine Ahnung, kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern. Aber vielleicht ist es genau das, dass man nochmal sagt, okay, jetzt drücken wir nochmal richtig unsere Knöpfe, dass wir jetzt in Selbstliebe kommen, dass wir uns da gegenseitig auf eine höhere Ebene katapultieren. Und vielleicht ist das größte Dienst, den dir ein Seelenpartner machen kann, mit dir in einer hochtoxischen Beziehung zu sein, dass du endlich dir deinen Scheiß anguckst, deinen eigenen Kram, ne? Weil ohne diese, also wenn ich eins sagen kann über toxische Beziehungen, dass sie ein Lernbooster sind, ne? Natürlich nur, wenn man es auch verarbeitet und irgendwann die Schritte eben geht. Und das ist in allen vielen Sachen ist das eben auch, dass man weiterziehen muss, weil sonst, wenn wir gar nicht in den Schmerz kommen, in Liebeskummer und daraus dann resultierend in Weiterentwicklung, Selbstliebe, bessere Grenzen, whatever. Und vielleicht ist das der Seelendienst, den ein toxischer Partner, der sich toxisch verhält, an dir macht. So. Und vielleicht, wenn wir wieder alle da oben sind, sagen wir wieder, hey,
Geil, haben wir uns so richtig gegeben und da seid ihr Best Friends vielleicht, keine Ahnung, ne? Also worauf ich hinaus will, das ist natürlich alles, ich weiß es auch letztlich nicht. Ich meine, ich habe da so Ideen und Gefühle zu. Glaub schon, dass wir hier ja, also dass wir alle Bock hatten, hier zu sein und dass es hier so ein Gastspiel sind und eigentlich sind wir. Ja, weiß ich nicht, was, keine Ahnung, was man sonst noch alles machen kann hier, aber gerade wollten wir halt auf der Erde sein und hier in diesem menschlichen Körper. Und aber worauf ich hinaus will, es spielt keine Rolle. Also es ändert nichts daran, dass das Leben, das Universum die Aufgaben vor die Füße wirft, und ob das jetzt irgendjemand ist oder jemand, mit dem du psychische Ähnlichkeiten hast, aufgrund von erinnert mich an Familie, oder ob das jemand ist, der aus spiritueller Sicht einen irgendeinen Seelenpartner, Seelenkumpel, Zwillingsseele, Dualseele, was, ich weiß nicht was. Es ändert eigentlich nichts daran. Also es erklärt dir vielleicht Dinge, ah ja, vielleicht ist das für dich ein Erklärungsmuster, warum, oder vielleicht ist es auch, dass du sagen kannst, ja. Vielleicht im nächsten Leben haben wir wieder eine ganz tolle Beziehung, ich weiß nicht was. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass jemand dich nicht respektiert hat, zum Beispiel, ne? Oder deine Grenzen immer wieder überlatscht hat oder nicht empathisch war. Es ändert nichts daran, ne? Es ändert nichts daran, wie du den eingruppierst oder was für ein Label du dran klebst. Es ändert nichts daran. Also ändert weder was daran, wenn du an jemanden Narzissmus, sonst was Label klebst, noch wenn du an ihn Zwillingsseelen, Dualseelen, Seelenpartner Label klebst. Das ist vielleicht fürs eigene Verständnis und um es einzuordnen, ordne es ein, wie es für dich stimmig ist. Aber letztlich, also die Sachen, die du lernen sollst und die Sachen, die du weiterentwickeln sollst, daran ändert sich gar nichts. Nichts. Gar nichts. Musst du trotzdem machen. So, ne, also das deswegen ist es schön, über sowas nachzudenken, mach das auch gerne. Aber es sollte nicht dazu führen, dass man denkt, das bedeutet jetzt, ich muss mir den letzten Scheiß reinziehen oder ich muss mich kacke behandeln lassen oder ich muss mich ja missbrauchen lassen von jemandem. Das no way. No, no way. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.